Was schreit dein Herz? Wie war dein Weihnachten? Kann es sein, dass du dich trotz deiner Familie oder den paar Freunden, die durften, einsam gefühlt hast? Vielleicht war es nicht so, wahrscheinlich war es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Womöglich hat auch eine geliebte Person am Tisch gefehlt, die sonst immer da gewesen ist. So oft bin ich nach einem erfolgreichen Auftritt unter tosendem Applaus von der Bühne gekommen. Doch kurze Zeit später lag ich in meinem Hotelzimmer und ich habe geweint, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Doch ich will dir einen Gedanken verraten, der mein Leben diesbezüglich völlig verändert hat. Einsamkeit ist dein Herzensschrei, der sich wünscht, dass du dich mit Gott vereinst. Tatsächlich. Während du glaubst, dass dir die Nähe von Menschen fehlt, gibt dir dein Herz mit der Einsamkeit das ausschlaggebende Signal: Ich sehne mich nach meinem Schöpfer, dem Herzschlaggeber meines Lebens. Nach dem, der als Baby zu uns kam. Er ist der Einzige, der dir diese immer wieder aufkommende Einsamkeit nehmen kann und sie gegen ein erfülltes Leben umtauscht. So erlebt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Wenn du also verstehst, dass Einsamkeit einzig ein Signal dafür ist, dass dein Herz eine Verbindung zu Gott sucht, dann begreifst du auch, welches Geschenk du an Weihnachten bekommen hast. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 9, Vers 4 bis 10. 1. Johannes 4, 9 bis 10. So. Den Rest kannst du natürlich auch lesen. So wie du bist, so liebt er dich. Und so wie er dich geliebt hat, bevor du ihn geliebt hast, kann er dich sehen, bevor du ihn siehst. Wirst du also dieses persönliche Geschenk annehmen und den Schrei deines Herzens stillen, indem du eine Beziehung zu diesem Baby, dem Retter der Welt, dem Retter deiner Welt, aufbaust? Lass ihn jetzt von dir hören. Jetzt. Danke für dich.